Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech Lady 2 im Ranglistenmodus. Ich gehe rein als Champion. Welcome to Nova. So, wir können Sakura Champion machen, das ist nicht schlecht. Die sind gut, das ist auch gut. Gefällt mir alles ganz gut. Wenn wir das noch mitnehmen, sind wir ganz gut ausgestattet. Wir machen sofort den Champion. Zwei Blocker die Warteschlange. Sarg und Atom. Das sind ganz gute Einheiten. Der Ochse mit den Wurzelquallen ist super. Nimbus haben wir dazu. Bananenbank. Halt auch nicht schlecht. Okay, wir kamen Upgrade. Ein Traplord. Okay, da wird wahrscheinlich einige davon bauen, das heißt für mich Krabben schicken und wahrscheinlich Oko oder Zentaur. Hexen meine ich. Hexen schicken, Oko, Zentaur, so rum. Er holt Krabben. Für mich erstmal nichts zu tun. Ich warte ab. Ein Bösewicht, der ist auch nicht schlecht. Ah, Söldnerzeit und Überstunden. Also Überstunden, da muss man schon gute Worker haben. Dann läuft das. Aber wenn du noch so ganz wenige Worker hast, dann macht das gar keinen Sinn. Kaulquappen dazu, ja. Hexen auf jeden Fall. Machen 5 Worker. Der wird auch liegen, oder? Die Krabbe hält gut was aus, die hat 600 Leben. Halten mit 12 Leben. Ist tot? So, ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich liege, weil der müsste mir schon den Robo schicken. Und das kann er nicht, weil er zweimal geschickt hat. Hier aber auch ganz viele Setzlinge. Interessante Strategie. Ich wusste, dass er den aufwertet. Aber ob das reicht, sieht nicht so aus. Die halten so fair aus, die Scheißkrabben. Da müssen wir schon auf dickere Waves gehen. So machen wir das. Ich mache zwei Upgrades.
Könntest du einen Worker holen. Ich weiß nicht, ob die Blume das überlebt. Es wird knapp. Jawohl, Champion Buff. Der regelt. Okay, auf jeden Fall auf Stichwaves gehen und später Centaur schicken. Ganz entspannt. 8 Worker sind schon am Start. Wir könnten auf 6 oder 7 sogar was schicken. Wahrscheinlich eher auf 6. Ah, ist nur Mini, sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass meine Sakura-Blume abkackt, aber das ist nur Mini-Schaden, das ist kein Problem. Jetzt hier noch eine Wurzelqualle platzieren. Ein Worker bauen und einen weiteren Setzling. Beziehungsweise wir bauen mal 2. So will man das haben, genau so. Sakura-Blume tankt eine Seite ein bisschen mit und die andere Seite wird dann von den Wurzelquallen gehalten. Genauso will man das sehen. Hat den Metzger gebaut. Er regeneriert so gut. Wie ist zu viel durchgekommen? Das sieht gut aus. Wir gehen mit dem Unhold rein, weil wir Stichschaden brauchen. Was ist los? Hat kurz gehalten. So, wir werden die Wurzelqualle hier aufwerten. Weiter kleine Setzlinge platzieren. Damit das genauso bleibt, wie es gerade eben schon war. Hexe mit dazu. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube es fast nicht. Ja, große Wurzelqualle down, die kleine ist noch da. Oh, hohoho. Die nehme ich an. Ja, ist doch nicht so viel übrig geblieben. Ist okay, dann können wir noch einen Worker bauen. Hier ist noch ein Kampf. Oh, weggelasert. Das ist sehr gut. So, das sieht doch schon mal gut aus, aber ich werde die so platzieren,
um dann so langsam die Sakura-Blume zu entlasten. Das ist gut, die kackt jetzt nicht ab. Die tankt hier so links ein paar. Und der Rest geht jetzt auf die Wurzelquallen. Das ist sehr gut. Er hat nur 20 gekriegt. Und zwei Crab Lords. Aber wir halten die ganze Zeit unter Druck. Ich komme zwar nicht durch, aber ich reduziere es immer ganz gut. Später könnte mir ein Mimik sehr viel Geld einbringen. Wir wollen die Blume ja etwas entlasten. Deswegen mache ich das so. Ich warte mal. So ist perfekt. Die halten die gut auf, dass dann hier drüben schon mal ein paar abkacken. Was könnte halten? Das ist stark. Mimik rein. Oh, das halte ich nicht. Kacke. Sakura-Blume abgekratzt. Schade. Goldener Nimbus. Passt. Ich soll dann wahrscheinlich auf die 12 gehen. Ja, mit meinem Worker. Sehr schön. Können wir noch einen holen? Und noch einen. Milk muss mir gut Geld eingebracht haben. Ich habe übrigens viel. Ich mache Overwork. Zack. Überstunden. Dann holen wir noch Worker. Und dann knallen wir richtig hier noch rein in 12. Er sollte eine Hexe holen, wenn er es schafft. Schafft er, jawohl. Ah, die Blume. Oh. Den Tower wird alles abreißen. Es ist nur Stichverteidigung. Hexe kriege ich nicht zusammen. Schade eigentlich.
Dann bauen wir den Nimbus auf. Hau noch Robus mit rein, dann reicht das. Oh, du hättest Hexen bauen sollen. Hexe wäre besser gewesen. Das sollte trotzdem reichen. Ja. Die werden ausgelöscht. Du hast echt viel Mythium. Nee, hab ich nicht. Das ist gelogen. Ist noch nicht zu Ende. Dann bauen wir das hier mal auf. Können wir auch 15 beenden. Müsste reichen. Die sammeln jetzt noch, aber wenn sie auf 14 schicken wollen, ist das Quatsch. Für mich zumindest. Weil ich meine Wurzelquallen habe. Okay, er hat hier geschickt, stimmt. Ja, dann schick mal mit. Wollte eigentlich nächste Wave schicken. Krieg wieder keine Hexe zusammen. Mimik krieg ich auch nicht zusammen. Machen wir so und gut. Fünfhundert. Holy shit. Das ist einiges. Aber ich habe auf dem Wurzelquall und Millennium. Also halte ich ganz gut. Okay, Sakura Blume ist down. Backleader down, Mole down und Hermit. Zack. Das war's. Victory. Sehr schön. Sehr gute Runde. So, das war's erstmal heute mit Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier. Es war ein überraschendes Spiel. Guckt es euch gerne an. Bis dahin. Einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.